Wir haben noch einen Schluck Wasser jetzt. Unbedingt. Ja, der Fuß breit. Gut. Jetzt bin ich ganz verkrampft, immer so. Boom! Yeah! Yeah, Reto Jost. Ich frage jetzt nicht, warum Reto mit 2T. Das ist wahrscheinlich die Folge, die du am öftesten hörst, oder? Bei dem Mensch, bei den zahlreichen Medienauftritten. Also die drei SRF3-Interviews, die du bis jetzt ja. Nein, das ist ja ein grosser Artikel über dich gegeben, nicht mehr. In irgendeiner Berner Zeitung oder so. Das ist aber schon länger her. Aber das hat es gegeben. Ja, genau. Aber dann bin ich mehr, ich glaube, ja, Reto, ich höre es nicht. Die Frage ist nicht so oft da, aber ich erkläre es immer selber auf der Bühne. Ja, kann man den Joe, der wüsste es. Stimmt, bereust du es schon? Nein, im Fall nicht. Ich finde es nach wie vor lustig, weil die Leute immer fragen. Ich finde es echt gut, wenn sie fragen. Und weil es irgendetwas so Normales ist, was echt nachher so dörflich ist, finde ich echt genau mein Ding. Sehr gut, sehr gut. Willkommen zum Feelgood-Podcast. Yeah. Du hast sogar schon 2-3 Folgen gelost, habe ich erfahren. Ja, ich denke, die Vorbereitung ist alles bei solchen Sachen. Ich bin noch nicht so oft im Podcast gewesen, darum freut es mich umso mehr, hier zu sein. Ich bin auch noch nicht oft im Podcast. Sag mal selber einen. So, wenn ich nicht eingeladen werde, mache ich selber einen. Genau. Ja, das ist das Beste. Ich finde, man muss doch echt... Ja. Am liebsten hätte ich nur mich selber zu Gast. Du musst zwischendurch ein bisschen. Jetzt bin ich der Quotenberner, oder was ist das? Haben wir schon einen Berner gehabt? Ich glaube nicht einmal. Und das, obwohl ich viele Berner kenne und schätze. Aber irgendjemand muss der Erste sein. Das ist gut. Ich glaube, der Dialekt ist schon sehr, sehr, sehr beliebt. Auch wenn die Leute mich jetzt nicht kennen, aber ich glaube, man hört echt den Dialekt. Hast du nicht das Gefühl, dass sogar der Berner Dialekt seine Hochphase gehabt hat und dass die Leute langsam andere Dialekte anfangen lieben? Ja, vielleicht gibt es so einen Hype für gewisse andere Dialekte. Bündner ist auch sehr schön, Walliser ist auch sehr schön. Ich merke echt selber, dass wenn man irgendwo ankommt, man ist immer zuerst mal sympathisch. Man kann es dann immer noch verkacken. Kein Ding, aber... Es ist immer die Frage, was besser ist, gell? Nein, es ist wie, man hat wie einen Bonus. Du merkst die Musik, Comedy überall, du merkst wie einfach... Oder einfach, wenn ich jetzt irgendwo herkomme, die Leute haben einem wie... Also, man ist zuerst mal sympathisch und nicht unsympathisch. Das ist wirklich ein krasser Bonus, finde ich. Der Berner Bonus. Das ist wirklich krass. Nein, wir haben. Man glaubt wirklich noch niemand gehabt sonst. Bö. Aber ist ja wurscht. Der Berner. Du bist Stadtberner, gell? Ja, also jetzt. Ich wohne jetzt seit 2007 in der Stadt. Vorher bin ich ein typisches Landei. Wirklich? Ja, 400 Zählendorf. Schalune. Ja. Wie heisst es? Schalune. Schalune? Schalune ist winzig. Das heißt, es liegt so eine RBS-Linie zwischen Bern und Solothurn. Die einzige Zugverbindung zwischen Bern und Solothurn direkt. Und eher eine Hauptstrasse. Jetzt ein kleines Quartier und dort bin ich aufgewachsen. Das klingt eigentlich so wie so eine Begrüßung in der Nacht. Weißt du, mit dem Mond, Schalune. Schalune, hey, Schalune. Inshallah, Schalune. Irgendwie. Schalune. Yeah. Wobei, das ist ja noch oft, weil der Kanton Bern ja so gross ist, gibt es ja mega viele Berner, die eben Landeier sind. Also ich kenne das natürlich viel weniger. Wir haben den Kanton Basel-Stadt und dann gibt es den Kanton Basel-Land. Aber auch dort gibt es nochmal grössere Städte. Und Ort. Und Bern ist so verteilt, dass es irgendwann... Gut, irgendwann geht es schon ein bisschen ins Oberland, da bist du natürlich schon nicht Berner, da bist du Oberländer. Schon noch schwierig, dort immer Grenzen zu finden. Oder wirklich? Ja, weil die Thuner haben es, glaube ich, nicht gerne, wenn man einen Oberländer sagt, oder die Oberländer haben es nicht gerne, wenn man den Thuner Oberländer sagt, dort ist das Zwischending. Aber schon spannend, Schalune ist eigentlich nachher ein Solothurn, aber gleich ist man sehr stark Bern-orientiert und nicht Solothurn-orientiert. Weil Solothurn schön ist, sehr schön. Also muss man schon sagen, wo Schalune liegt, aber ich kenne es zum Beispiel von Langenthal. Langenthal ist ja sehr bahnorientiert, obwohl es noch an Solothurn war. Was kennt man dort noch? Hast du schon mal etwas von Jägisdorf gehört? Nein. Frau Brunnen. Burgdorf hast du sicher schon mal gehört. Ja. Burgdorf. Gut, das ist etwa, wenn du Burgdorf so ein bisschen über das Land fährst, dann kommst du irgendwann mal auf Schalune. Du kommst ein paar Käfer vorbei und dann bist du irgendwann in Schalune. Okay.
Und dann bist du schon wieder durch, weil es so winzig ist. Winzig. Es hat immer einen Laden, weißt du, hat nichts. Gerade wollte ich sagen, hat er einen Laden? Nein, einen Schuh. Ich bin dort in den Kindergarten, die Schuhe. Eine Zeit lang hatte es eine Poststelle, aber die mussten natürlich zutun. Aber die Schule war in dem Fall nicht nur für Schalunen, sondern für alle umliegenden Dörfer? Nur Schalunen, aber nur bis zur 6. Klasse. Ah. In der Oberstufe haben wir dann müssen ins Nachbardorf fahren. Das heisst? Ja, irgendwie immer so... Das sind 3 Kilometer mit dem Velo, das ist easy. Ja. Aber Nein, wie heisst es noch? Aha, Frau Brunnen eben. Ah, das ist dann ja, das, okay. Frau Brunnen. Okay. Ja. Von dort fährt der Bus auf Liessach. Liessach kennt man wegen, wegen der Shoppingmeile. An A1 vorbei. Dort. Ich kenne Shoppingmeile nur, wenn sie sich gegenseitig abmurksen. Zum Beispiel das Tivoli. Das Shopping-Tivoli, dort gibt es doch immer irgendwelche Messerstecher. Ah, und so, ja. Dann ist es mir ein Begriff. Ah, okay. Ja, aber hängst du nicht so ein Shopping-Mail an? Wenn es bei euch so stinklangweilig ist, warum sollte ich das denn kennen? Ah, so. Es ist echt nicht langweilig. Aber eigentlich passiert dort nichts, außer dass die Leute einkaufen. Yep. Vielleicht ist man aber auf einem IKEA-Bett eingeschlafen. Das ist der Skandal vom Tag. Das ist doch kein Film. Das ist doch nicht Filmriff so etwas. Wenn sie nur einkaufen. Keine Story. Ja, das stimmt damit. Nein, ist wirklich nicht spannend. Erotikmarkt hat es dort eine Zeit lang noch gegeben. Das ist vielleicht spannend, aber auch das ist eigentlich langweilig. Ich finde den Erotikmarkt spannend wegen den Menschen, die drin sind und sich unwohl fühlen, dass sie gerade da durchlaufen. Kenne ich gar nicht. Ohne Scheiß, noch nie etwas im Erotikmarkt gekauft. Ja, bist du echt die Leute anschauen? Oder? Ja, wir sind längst schon rein und haben es mega faszinierend gefunden. Ja. So. Ja. Und ich habe mal in einem Film mitgespielt, wo eine Szene im Erotikmarkt gedreht worden ist. Wirklich? Ja, aber das hast du natürlich abgesperrt gesehen. Ah, okay. Ja. Also, du hast dann nicht noch. Ja, das wäre noch geil. Das wäre noch ein geiles Konzept. So, statt die unfreiwilligen Statisten. Hast du nicht noch irgendwelche Griffel gehabt? Das ist mir peinlich. Ich muss weg. Das denn schon nicht. Nein. Ja, wir kennen uns natürlich durch das Stand-up. Mhm. Und ich weiß nicht mal mehr, wo wir uns kennengelernt haben. Im Bernhard-Theater. Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist stimmt. Im Bernhard-Theater gewesen. Stimmt, im Bernhard-Theater. Du hast so einen 10-Minuten-Slot gemacht, nachdem du dort den Newcomer-Slot gemacht hast. Genau, ein halbes Jahr vorher. Dann durfte ich nochmal kommen. Und dann haben wir uns dort lernen können. Am ersten Mal hat noch der Claudio Zuccolini moderiert. Und dann du. Genau, eben, weil das erste Mal bin noch nicht ich gewesen. Mhm. Ja, ja, ja. Genau. Weil, das habe ich mir heute überlegt. Ich weiss, bei vielen weiss ich ihre Geschichte, aber zum Beispiel bei Michelle Kalt habe ich es nicht gewusst. Mhm. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass sie vor drei Jahren hat sie noch nie eine Comedy-Show gesehen. Mhm. Noch nicht mal gesehen? Nein. Ah, das habe ich auch nicht gewusst. Danach hat sie auf Netflix, hat sie damals im 17, Louis C.K. 2017 ja, gesehen. Ja. Und das war nicht einmal die Initialzündung gesehen, sondern es ist einfach so, sie hat dann mal eine Comedy-Show gesehen. Ah, shit. Und dann ist es losgegangen. Ja. Und jetzt tritt sie auf. Also innerhalb von 3 Jahren von noch nie etwas gesehen zu dem, finde ich faszinierend. Und noch ein gutes Level, auch noch. Ja. Fantastisch. Und darum, bei dir habe ich ja keine Ahnung, wie es eigentlich losgegangen ist. Weil ich weiß, dass du schon lange Musik machst. Mhm, genau. Also, ja, ich bin schon eigentlich vorher für Comedy interessiert. Das ist lustig, weil ein guter Freund von meinem Götti, ist der Massimo Rocchi. Irgendwie hatte ich dort schon Kontakt gehabt zu dem und ich habe auch schon, weil ich so grosse Schwester hatte im Fernsehen, haben wir für so deutsche Sachen geschaut dann schon. Und dann plötzlich, ich habe das immer irgendwie gut gefunden, ich war klassischerweise lustig, immer so der Klassenclown gewesen. Einfach, ich sage natürlich auch, ist aber ein bisschen so. Und dann habe ich das irgendwie immer so ein bisschen vergessen. Und dann irgendwann ist auch mit dem Rollbretteln und mit dem Coolsein, hat man einfach Rap hören und dann bin ich irgendwie zuerst zur Musik gekommen. Und dann haben wir echt so völlig talentfrei eine Rap-Gruppe aus dem Boden gestampft, die es jetzt schon 13 Jahre gibt. Und dort habe ich echt gemerkt, dass ich gerne auf die Bühne stehe. Vor allem, weil ich gerne Leute unterhalte. Ich glaube, das ist wirklich so das. Und dann irgendwann habe ich gefunden, weil sich das Ganze so ein bisschen gelöst hat. Man hat so ein bisschen andere Prioritäten gehabt in der Band. Wir hatten sehr intensive Zeit gehabt. Und dann haben wir so ein bisschen alles ihres Zeug gemacht und es wie vermisst. Und dann habe ich gedacht, irgendwann wollte ich schon lange mal eine Comedy machen. Und ich habe auch viel geschrieben und irgendwann plötzlich habe ich es nicht gemacht. Aber schon noch nicht, schon 2017 war mein erster Auftritt. Wo denn? Im Stand-up Bern oder was? Ja, im Bierhübeli. Ja. 400 Leute. Ah, im Grossen? Ja. Nicht im Gustav? Nein, das ist so witzig. Einer, der mit mir Tennis gespielt hat, der kennt die von Stand-up Bern. Mhm.
Das ist eine ganz coole Gruppe. Ja, so ein Kollektiv, mhm. wo seit langem Open Mics genau, in Bern organisiert. Genau, die haben es gleich gemacht wie du mit dem Podcast. Die haben keine Szene gehabt, die wollten Stand-up machen, haben sie es halt selber gemacht in Bern. Und das ist wirklich cool, machen sie. Das ist eine ganz gute Sache. Ich glaube, die Leute können auch gerne dorthin auftreten. Auf jeden Fall war das ganz klein auch, so in einer Bar, einfach mit so einem Ballett, oder? Und dann ist es immer beliebter geworden, Stammpublikum. Und dann habe ich den Kollegen gefragt, der die einen kennt, dort, hey, ich habe so viel geschrieben, ich würde gerne mal auftreten. Dann hat er ihm geschrieben. Und er hat es dann gewechselt ins Rondell, was es jetzt nicht mehr gibt. Und er hat das zugetan. Und dann sie gefunden, ja, man braucht irgendeinen Ort zum Auftreten. Dann war wie eine Woche vor meinem allerersten Auftritt klar, dass es im Bierhübeli stattfindet. Mhm. Und ich meinte, ich mich erinnere, es waren sicher 300-400 Leute, die voll gestohlen waren, das ganze Bierhübeli, der grosse Saal, alles voll. Und hinterher sind die Leute gestanden. Und ich bin, ja, beim Stand-Up-Band ist es wie Tradition, dass der Newcomer der Opener macht. Und dann bin ich dort in einem Vorhang gestanden und dachte, nein, was machst du hier? Und dann ist es eigentlich relativ gut gegangen. Mhm. Also, halt schlechtes Timing, aber eigentlich wirklich gut, das hat mich angefixt dann. Eben, aber es hat sich gut angefühlt. Mhm. Das ist ja fast das Wichtigste beim ersten Auftritt. Mhm. Natürlich schaust du es dann nachher und sagst, oh, nicht wirklich. Aber das ist dann wie egal. Mhm. Ja, das ist echt noch recht krasser Einstand gewesen, muss ich sagen. Ja. aber huere gut, wirklich fantastisch. Ich finde aber noch faszinierend, wenn du jetzt sagst 400 Leute und es ist recht gut gegangen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Publikum gemeinsam entscheidet und irgendwie, wie will ich sagen, einen gewissen Pegel und ein gewisses Level voraussetzen. Mhm. Und wenn sie wissen, die Person tritt zum allerersten Mal auf, mhm. dann können sie sich auch auf das einlassen, mhm. und du kriegst durch das, dann kriegst du dann gleich viel Lachen, wie jemand, der es seit 20 Jahren macht und jetzt das safe Best-of-Programm mhm. spielt. Mhm, ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, absolut. Und wenn sie irgendwie Sympathie spüren und irgendwie merken, das funktioniert, mhm. oder? Oh, sie hat noch Erwartungen da. Also das habe ich gemerkt, der zweite Auftritt habe ich fast schwieriger gefunden als der erste. Und beim ersten noch Erwartungen oder nichts. Sie hat auch gedacht, ja, vielleicht wird es peinlich. Ja. Er ist schon manchmal noch lustig und so. Und dann ist, glaub, habe ich echt Glück gehabt mit den Pointen, also sehr intensiv glaub, wirklich daran gearbeitet. Und die nur Erwartung, und die kannst du ja, nur gewinnen. Mhm. Ja. Das habe ich mal gesehen bei jemandem, der den zweiten Auftritt hatte. Mhm. Beim ersten, ich glaube sogar einen Wettbewerb gesehen und hat irgendwie gewonnen hat. Mhm. Und was weiß ich. Und danach hat er erzählt, er hat jetzt seinen zweiten Auftritt. Und danach hat er auch noch gefunden, er macht alles neues Zeugs. Also nichts, was er beim ersten gemacht hat, mhm. sondern eine komplett neue Geschichte. Mhm. Ja. 10 Minuten. Ja. Und dann macht er seinen ersten Satz, wo in seinem Kopf ein Lachen hat müssen sein, weißt? Und dann kein gesehen. Und dann ist einfach... dann ist es wirklich so gesehen, also es hat einem wirklich leid da. Und zwar allen Menschen, kollektiv. Shit, ja. Also weißt, da ist dann rot geworden, dann auf der Schweizer wie Sau. Alle Menschen drumherum haben sich eben auch gewünscht für ihn, dass es aufhört. Nach dem ersten Satz? Der ist komplett zusammengefallen. Ah, krass. Komplett. Ja. Hat er auch selber Erwartungen? Ja, das Erwartungsding finde ich immer, das ist extrem. Die Erwartung einem selber, aber auch die Erwartung vom Publikum, die mit der Zeit steigt, die ich finde, du musst ja wie auch erfüllen, wenn du irgendwie ein gewisses Level haben willst. Aber auch die Erwartung, ich habe das Gefühl, die Erwartung an dich selber ist noch fast schlimmer. Ja. So echt. Alles Kacke findest, was du schreibst und denkst, so, nein, das letzte war so gut, was ich geschrieben habe, jetzt ist echt alles Scheiße. Ja, das ist echt super fies. Das ist ja auch irgendwie der normale Turnus, habe ich so ein bisschen gemerkt. Dass irgendwie das, was du geschrieben hast, und dann spielst du es und dann hast du irgendwann nicht mehr so Bock auf das, und dann fängst du an, neues Zeug zu schreiben. Mhm. Und dann das neue Zeug, das du schreibst, vergleichst du mit dem alten, und dann findest du, nein, aber das alte ist so viel besser gewesen. Mhm. Wieso habe ich das überhaupt? Also wieso tue ich jetzt überhaupt mehr die Mühe machen, nochmal etwas Neues zu schreiben? So gut wird es nie mehr. Und du hast ja Turnus jetzt fünfmal, gell? Fünf Programme hast du schon gehabt, oder? Ja, jetzt kommt das fünfte, ja. Ja, aber ich kann es allein schon mit Nummern, es muss nicht mit ganzen Programmen sein. Ja. Weil Programme sind eben nochmal speziell, weil du halt irgendwie eine spezielle Zusammensetzung machst. Und mit der Zeit eben suchst sogar Material aus fürs Programm, wo du sagst, das mache ich jetzt, weil es thematisch reinpasst, und das mache ich jetzt extra nicht.
So, am Anfang tust du einfach mal zusammenmischen. Also du stehst bald vor dem ersten Programm. Ja, und ich bin jetzt aber, glaube ich, habe es gesehen, bin so ein bisschen bei dem ersten Turnus, wie für mich. Ich habe jetzt irgendwie 3 Jahre lang einfach Zeug geschrieben, weil, zuerst mal können spielen und immer so. Und es ist, hat halt Anklang gefunden irgendwie. Und wirklich gute, für mich selber, wo Sachen, die mich selber zufriedengestellt haben. Und jetzt ist das erste Mal, die Leute kennen mich jetzt, also kennen die, die mich kennen, für die Sachen, die ich bis jetzt gespielt habe. Also, das ist wie, und jetzt kommt wie so das Nächste. So, das ist halt eben, weil du schon 3 Jahre gespielt hast. Und logischerweise, wenn ein Musiker irgendwie 5 Songs hat, logischerweise, und die sind toll, logischerweise kommen die dann ins erste Album, oder? Ja. Und wenn du aber schon 3 Jahre Comedy machst und mit dem rumtourst und überall auftreten bist, findest du nach 3 Jahren, vielleicht wollte ich das jetzt eben nicht ins Programm tun. Ist genau das, wie es, also weißt du, die Premiere, da kommen ja auch relativ viele Leute, die schon viele Sachen von mir haben gesehen oder auch sonst. Habe ich eh Bock auf neues Material, aber jetzt wirklich so in dieser Zwischenphase, und ich denke so, Scheiße, jetzt irgendwie habe ich es jetzt verlernt. Ja, irgendwie. Und der Input war jetzt auch nicht so da im letzten halben Jahr mit dieser Krise. Also weißt du, schon Input, aber jetzt gefühlt Corona, schreibe jetzt auch, ich will nicht Corona spezifisch auf das Thema eingehen, und darum, der Input hat schon gefällt. Du hast nicht so viele Leute gesehen, das war eine andere Situation gewesen. Ja, und du hast ja nicht so viel erlebt. Also weißt du, das ist ja auch irgendwie, selbst, ich denke jetzt immer so, selbst wenn ich jetzt mega viel erlebt habe, was davon erzähle ich, dass die Leute es irgendwie auch irgendwie nachempfinden können. Weil eben, du bist ja auf ein halbes Jahr daheim gesehen, übertrieben. Das heisst, wie tust du denn, also du erzählst dir nicht irgendwie, wenn du jetzt sagst, ich bin im Tram gesehen, dann muss ja irgendetwas mit der Gesichtsmaske sein, weil sonst wäre es ja nicht realistisch. Ja. Also weißt du, ich weiß genau, was der Mensch. Ja. Das finde ich schwierig, aber eben, es ist wie, ich glaube, das ist ein normaler Prozess. Du hast absolut recht. Ich glaube, der Turnus ist normal. Ich glaube, es braucht so irgendwie, dass du dich ja selber auch ein bisschen herausfordern und so. Ich finde es jetzt spannend, eben bei anderen zu sehen oder auch die anderen Folgen vom Podcast zu hören, weil die so wie einen Schritt weiter sind. Und ich finde, da kann man halt gerne lernen. Und es tut dann manchmal schon so ein bisschen Stress nehmen, wenn du merkst, es geht den anderen gleich, oder es schon länger machen. Irgendwie. Das ist unangenehm, wenn du merkst, all die Leute haben plötzlich irgendwie das Gefühl, sie können nur noch Scheiße schreiben. Das tut echt wie gut, wenn man das weiss. Ja, irgendwie, das ist sehr gut. Ja, darum ist halt, also ich weiss nicht, ob man sie noch einfach so schauen kann, aber wenn, dann empfehle ich sie jedem Mensch. Die Dokumentation über die Vertimento. Ja, habe ich geschaut, ja, genau. Vom SRF. Mhm. Das ist sehr spannend. Ja. Also, weil eben, man kann es nachempfinden, als Künstler und ist dann eben auch froh, so, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und vor allem, was dort wirklich krass war, ist, wie die Reaktionen der Leute dann gesehen sind, auch mir gegenüber, die sagen, hey, jetzt habe ich mal gecheckt, wie viel Arbeit das ist und was man da auch für Tiefen muss zum Teil durchgehen, damit man dann da hinkommt, ist schon ein harter Job und so. Also weißt du, wo ich dann finde, jetzt fest stigmatisieren sollte man es auch nicht, aber es hat irgendwie noch geholfen, um mal vielleicht den Leuten ein bisschen klarer machen, dass es eben nicht einfach nur ist, ich stand auf der Bühne und mache gerade, was passiert. Finde ich eine sehr gute Aussage. Zu überstigmatisieren wäre wirklich schlecht, weil schlussendlich ist es so einfach ein Job, es gibt auch sehr viele andere wichtige Jobs, die genau gleich viel Energie brauchen. Aber es ist eben gleich ein Job in dem Sinn. Also jetzt, wenn man es auf diesem Level macht. Es ist so sehr viel Aufwand. Und das finde ich, ich glaube, so Respekt für etwas, was jemand anderes macht, finde ich echt gut, glaube grundsätzlich. Ja, Also ich finde, das merkst du ja leider, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn du in ein Restaurant gehst, du merkst immer, wer selber mal gekellnert hat und wer nicht. Wenn du eine Gruppe von 6 Leuten bist, leider, wie man mit den Kellnerinnen und Kellner redet, wie man sie etwas fragt, wie man nochmal etwas bestellt. Und das Trinkgeld, logischerweise. Ich finde, das merkst du immer gerade. Es gibt so Leute, die haben noch nie gekellnert und die haben einfach wirklich null Respekt für das Ganze. Sondern es ist dann eher noch so, eben so, was soll das eigentlich? Und wieso hat sie eine schlechte Laune? Meine Schwester war im Detailhandel und ich gab es heute nicht 5 Minuten vor Ladenschluss neu laden, weil ich habe ein schlechtes Gefühl. Wo sie mir aber erzählt hat, es nervt so, weil wirklich 7:40 jemand reinkommt, wenn jemand reinhaust und schnell etwas kauft, wenn etwas braucht, okay. Aber wenn er irgendwie 7:40 dann willst du noch da Schuhe probieren und so. So Zeug finde ich, das machst du echt nicht. Go Läden lernen. Ja, so jetzt noch so schlendern mit dem Latte Macchiato. Und dann noch durch den Laden schlendern. Stell dir vor. Was hast du alles schon für Jobs gehabt, wo du jetzt den Respekt für die Leute hast?
Ich bin nicht so aus diesem Bereich gekommen, muss ich sagen. Ich habe sehr hoch, ich habe nicht selber einen Job gehabt, aber einen guten Freund gehabt, der hat eine Zeit lang eine Bar betrieben. Fünf Jahre in Bern, ist jetzt leider nicht mehr dort, aber schon gut so. Und dann ist schon Respekt und selbstständig. So. Also weißt du, für ihn, es, ist wie, es hat gestummen, hat es gehabt und hat es abgeschlossen. Drum, und es war eine hure coole Zeit für ihn. Und ich war in dieser Zeit auch selbstständig, darum habe ich mich viel mit dem austauscht. Und dann habe ich eine Hochachtung für alle, die irgendwie eine Bar auftun. Und es ist dort, das ist auch etwas, was man, glaube ich, unterschätzt. So. Mega. Also das, ich finde, man unterschätzt sogar so etwas wie einen Kiosk oder so. Also vor allem, wenn du nicht... also vor allem, wenn du einen privaten Kiosk betreibst, oder? Das sind Detailsachen, aber Sortiment, Auswahl, oder? Warum bestellst du jetzt die Tafel und nicht die und das? Und wie machst du möglichst das Beste aus deinen begrenzten Möglichkeiten in dem Moment? All das Zeugs, das wird immer völlig unterschätzt. Du bist ja selbstständig gewesen, aber jetzt bist du nicht mehr. Nein, ich hatte dann so eine kurze, zwei, drei Jahre so ein kleines Agentürchen, total blauäugig, völlig naiv, reingestartet mit viel zu wenig Startkapital, gefunden, ich kann das Agentur für? Ja, ich eine Werbeagentur, weil das war das Problem gewesen. Ich habe wirklich gute Konzepte geschrieben, dann, das gut können, vor allem so ein bisschen auf kleine Unternehmen ausrichten. Das Problem war wirklich das Startkapital. Ich musste relativ schnell Sachen müssen annehmen, Aufträge, die gegen mein Konzept verstoßen, dass der Kohle reinkommt. Und das ist, glaube ich, ein Fehler. Zum Beispiel? Also weißt du, ich habe mehr... Nichts Sättiges, Joel. Nein, ich habe nur meinen Körper verkauft. Nein, ich war mehr auf Konzept gewesen. Oder gescheite Werbekonzept für Firmen, die nicht sehr viel Geld haben, was im Nachhinein ein bisschen blöd war. das war dann noch meine nächste Bemerkung gewesen. Yeah. Genau. Aber es waren zwei Sachen spannend gewesen. Ich musste erstens eben wechseln. Dann ich so, weil ich so ein bisschen Webpublishing konnte, habe ich so in die Richtung gewählt, gar Webseiten gemacht, obwohl das nicht meine Kernkompetenz war. Aber das Spannende war immer, so potenzielle Kunden haben dann oft gesagt, so gute Werbung kann nicht so günstig sein. Mein Konzept war, Fixkosten runterfahren, alles über einen Freelancer-Pool machen mit den Kontakten, die ich habe. Weißt, Grafik, Fotografie, all das Zeug, Filmemacher, Filmemacherinnen. Das nicht, dass der Kunde oder die Kundin schlussendlich das zahlt, was er oder sie will. Und die Leute haben gefunden, es kann. Der Preis ist wie, es ist zu günstig, es kann nicht gut sein. Das hat mich spannend gemacht. Ja, das ist so eine, auch eben im Comedy-Bereich etc., das ist so eine einerseits anstrengende, aber immer spannende Diskussion, eben, wie viel überhaupt ein Ticket soll kosten. Und was wie viel wert soll sein? Und eben sollst du zum Beispiel die Content gratis auf YouTube hauen und so weiter und so fort. Und irgendwie, ich finde es immer so lustig, eben, wenn ich dann so etwas höre, und das heisst, du probierst, und zwar nicht mit irgendeinem blöden, was wollen wir sagen, nicht weil das dann auf einmal auf China ausgelagert wird, ist so günstig, sondern oft, weil du einen geilen Kniff gefunden hast, der irgendwie etwas bringt, dass die Leute dann sagen, das kann nicht so viel wert sein. Es gibt so eine Anekdote von Zürich, von einem Nachtclub, keine Ahnung, ob sie stimmt, Disco quasi, wo gefunden hat, wir machen immer 5 Liber oben. Immer alles 5 Stutz, jeder Drink 5 Stutz. Zum Beispiel in Basel hat es so eine Bude gegeben, die sensationell funktioniert hat. Also, hat sicher auch sensationell funktioniert, weil man noch, fragt mich nicht, gewisse Sachen darüber mischen lassen hat. Aber keine Ahnung. Unabhängig von dem, ist gelaufen wie es auch. 5 Liber oben, 5 Stutz Eintritt, irgendein billiges Geschäft, 5 Stutz. In Zürich ist es nie gelaufen und irgendwann hat man Drinks aufgehauen auf 18 Stutz und dann ist es gelaufen wie es auch. So, ja, es macht wirklich keinen Sinn. Irgendwie. Also manchmal macht so Zeug keinen Sinn. Yeah. Aber ja, du, das ist... Das war eine gute Erfahrung, so oder so. Das ist echt von dem habe ich Respekt, das, was du vorhin gefragt hast. Vor Selbstständigkeit habe ich riesen Respekt. Wenn jemand wieder Mut aufbringt, zu sagen, ich mache jetzt das, ich probiere das, das finde ich extrem cool. Egal in welcher Branche eigentlich. Ob jetzt Komiker, Komikerin, eben eine Bar auftun, finde ich es auch spannend, wenn man sich das wagt. Gesundheit. Sorry. Schon habe ich auch gut genossen. Ja, das haben wir schnell angewöhnt. Ja, sorry. Ich konnte nicht mehr zuhören in den letzten 10 Sekunden. Kein Problem. Nein, ich habe einfach grossen Respekt vor Leuten, die sich selbstständig machen. In irgendeiner Form. Das finde ich extrem sehr respektabel.
Ich finde es noch spannend, weil es gibt wenige, die von der Selbstständigkeit ins Arbeitsverhältnis zurückgehen, ins Angestelltenverhältnis zurückgehen, sozusagen. Das hat echt der Kohle gefällt. Das ist wirklich, das ist jetzt wirklich, das ist echt Kohle gewesen. Also, das hat mich echt gestresst. Und ja, das war wirklich echt das gewesen. Und auch das falsche Konzept. Ich finde, es ist. Es gibt wirklich wenig. Ich finde, das Fail Fast. Es gibt manchmal in der Schweiz fast zu wenig. Weißt, die Leute sagen, hey, probiere jetzt mal. Yeah. Gründe GmbH, fahre es Zwang, was nicht gut ist, habe ich etwas gelernt. Aber es ist fast wie komisch, wenn man dann wieder wechselt. So. Und das Probieren, das finde ich irgendwie, das könnte man manchmal noch ein bisschen mutiger sein. Ich finde es gut, dass viele Leute echt, weißt, sehr gezielt so etwas machen und wirklich eben sich nicht echt verschulden und dann irgendwie etwas machen. Aber so einen gewissen Mut, habe ich das Gefühl, könnte man manchmal noch ein bisschen mehr vertragen. Weil es gibt so viel Potenzial, so viele gute Leute, so viele Leute, die die Ideen hören, wo echt der Mut fehlt, einfach wegen dem Geld. Nur wegen dem Geld. Ich finde auch, dass die im positiven Sinn Scheitergesellschaft bei uns zu wenig Einzug gehalten hat, seit immer. Mhm. Sondern eben, sogar wenn du etwas ganz Kleines, irgendein Mini-Projekt ziehst auf und dann nachher irgendwann machst du es nicht mehr. Dann ist es immer so, vor allem eben für das Umfeld und Menschen, die darüber schwätzen, tönt es dann immer so, als wäre das Schlimmste, was jemals passiert ist. Auch schon irgendwie, frag mich nicht, wenn irgendjemand muss eben irgendeine Firma liquidieren oder so. Also, Jesus Gott, mich oh mein Gott. Und irgendwie in anderen Ländern und Gesellschaften ist so, jede erfolgreiche Bude hat zuerst irgendwie 7 unerfolgreiche gehabt, bis dann die richtig reingehauen hat. Oder? Ja, Amerika ist jetzt das Paradebeispiel. Natürlich ist Amerika das Paradebeispiel und das ist zum Teil auch natürlich dort übertrieben. Mhm. Aber das merke ich auch mit jedem Künstler und jeder Künstlerin, wo da ist, wo ich schwätze. Ein Marco Rima, der 10 Jahre lang ohne Erfolg gespielt hat. Mhm. Und im letzten Podcast mit dem Thorn haben wir es gehabt vom Durchhaltewillen, wo oft fast mehr wert ist als effektive Talent oder Können. Ja. Nämlich, ja, bei gewissen schlägt es halt nach einer gefühlten Woche ein und bei gewissen baut sich etwas stetig auf und nochmal anderen schlägt es nach 10 Jahren aus dem Nichts ein. Ja. Du weißt es nicht. Und das ist das Gleiche mit eben Sachen probieren, weil bei uns ist der eine auch ein Scheiter auf dem Kleinen. Du scheiterst ja, eben weil du mal auf die Bühne gehst und es nicht gut ankommt. Wegen dem hörst du ja nicht auf. Am nächsten Tag gehst du nicht wieder jemand anders an und spielst zum Teil sogar das Gleiche, weil du probierst herauszufinden, wo der Fehler war. Und dann funktioniert es wieder. Ja, das sieht man. Die meisten sehen das nervig nicht, habe ich das Gefühl. Also nicht, dass ich so etwas negativ sagen, aber ich finde es spannend. Ich habe jetzt den Kleber gesehen, der Tabu war hier. Tabu Fantastic. Die sind so lang. Ich finde es geil, Berner sagt Tabu. Sagt man Tabu? Oder wie sagt man Tabu? Tabu. Ja. Genau. Hey, ich kann mich erinnern, wo die ganz am Anfang, weißt, wo wir auch einfach Musik machen und so, habe ich zwischendurch mit denen Kontakt gehabt und haben auch einen Song zusammen gemacht, vor ganz, ganz langer Zeit eigentlich schon. Und dann kann ich mich erinnern, wie die YouTube-Videos gepostet haben, wo sie irgendein abgefucktes Zelt haben, irgendwo auf eine Wiese gestellt und dort für sich ein Konzert gegeben von 10 Leuten. Das ist bei Tabu, bei Low Ludwig, Stefla Chef, die ist relativ schnell auf. Oh, aber das sind alles so Leute, die jetzt einen Riesenerfolg haben, aus meiner Sicht auch zu Recht, wo aber alles vorher wie nicht siehst. Die haben riesen Sachen, so geiles Zeug gemacht, abgefucktes Zeug, sehr viel Arbeit schon reingesteckt, bevor es wirklich eben auf die Hauptbühne ist gegangen. So. Und das finde ich sehr spannend. Ja, und das sehen die Leute wirklich nicht. Und ich frage mich immer, müssen sie es gesehen oder müssen sie es nicht gesehen? Es ist, manchmal wird vielleicht zu wenig Respekt gezahlt, wegen dem. Ja, oder abgestempelt. Ich finde, sie müssen es nicht zwingend sehen. Ich finde, es ist wie, es wird ein bisschen abgestempelt. Dann. Das finde ich ein bisschen schade, wenn jemand dann abstempelt, weißt du, so, ja, die hat jetzt da ein bisschen Erfolg. Einfach wegen dem und dem. So. Und ja, ja. Nicht, wenn sie dann nicht dahinter sehen, grundsätzlich, nein, müssen sie es nicht sehen, du hast schon recht. Eigentlich ist es ja, gerade bei Musik oder bei Comedy, wenn man es gut findet, konsumiert man es. Wenn nicht. Ja, eigentlich spielt es keine Rolle. Die sehen eigentlich allgemein ein bisschen zu viel, fast, habe ich das Gefühl. Man tut, das finde ich spannend, man hat früher, bei Musik oder vielleicht auch bei Comedy, hat man wie ein Projekt gemacht für sich mit seinen Freundinnen und Freunden und dann hat man es rausgegeben. Oder? Und heute mit Crowdfunding und allen möglichen Sachen hat das Publikum schon Einfluss
auf die Liedreihenfolge und all so Sachen, oder auf, wie das Cover so aussehen und all so Sachen. Und einerseits ja cool sicher für die Fans, andererseits finde ich es auch spannend, wenn du einfach ein Produkt machst, das dir gefällt und das rausgibst und dann schaust, wie die Leute reagieren. Ja, das stimmt schon. Also das ist wahrscheinlich Fluch und Segen gleichzeitig, oder? Weil, wenn du so überlegst, wie früher eben wahrscheinlich auch viel mehr Stutz gebraucht hast, damit du überhaupt das alles hast können machen. Und jetzt gibt es andere Möglichkeiten, aber eben du bindest halt die Leute schon ein und gibst ihnen eine Möglichkeit, das mitzuerleben. Glaube ich schon, dass gerade Comedy ja auch etwas ist, wo muss in der Öffentlichkeit stattfinden. Also du kannst ja wirklich gar nicht für dich im stillen Kämmerlein 20 Jahre lang eben und dann kommst du raus damit. Ja. Ne? Ja. Und dass die Leute so viel sehen, ist ich weiß nicht, ob das ob es gut oder schlecht ist, aber ich habe das Gefühl, es gehört einfach wieder zu heutzutage. Das ist ja ein wiederkehrendes Thema, das wir in diesem Podcast haben. Oder? Wo eben, du musst irgendwie auch noch Social Media einbinden oder so. Und das stresst mich dann zum Teil auch, wenn ich talentierte Leute sehe, die in diesem Teil von der Arbeit, weil es ist auch ein Teil von der Arbeit, aber in diesem Teil schon viel zu viel Energie reinstecken, anstatt einfach mal eben sich der Kunst an sich widmen. Ja, das stimmt, ja. Weil du kannst... Vor allem, wenn du mit dem aufwachst. Ich meine, die Leute jetzt... wie alt bist du genau? 32, wenn ich es überlege. 87. Also, okay, also wir sind gleich alt. Aber natürlich sehen wir jetzt auch schon Leute, die sind 10, 15 Jahre jünger, die auf der Bühne stehen. Oder? Und das heisst, die sind mit dem Handy quasi schon fast im Mutterbauch aufgewachsen. So, oder? Logischerweise checken die genau, wie man sich vermarkten soll und wie man etwas promotet und solche Sachen. Und gerade in dieser Scheinwelt von Social Media kannst du das dann auch sehr gut darstellen lassen. Also irgendwie nach 2-3 Gigs kannst du dich darstellen, als wärst du, als wärst du schon mega der Superstar. Das stimmt. Aber auf der Bühne bist du es definitiv noch nicht. Ja. Und ich finde es so schade, dass einfach... Manchmal habe ich das Gefühl, das ist so die Weitsichtigkeit nicht um, weil wenn du dir das würdest überlegen, sagst, die Tools habe ich ja schon, die muss ich gar noch nicht anwenden. Die tue ich anwenden, wenn es zählt. Und dann wäre es eben auch, dann würden es die Leute auch noch nicht so mitkriegen. Das stimmt. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Hankerum muss man auch positiv sagen, ich bin überzeugt, dass es viel talentierte Künstlerinnen und Künstler gibt, die es die Möglichkeiten heute nicht gäbe, die wären verloren gegangen. Ja. Ich habe das Gefühl, das wäre auch verloren gegangen, um mal das Positive anzusagen. Yeah, yeah. Das finde ich schon an. Und das finde ich auch cool, dass es die Möglichkeiten gibt, eben heutzutage, ich meine, wo die Altherren von Bern von rappen, da hat man noch wie in ein Studio müssen und irgendwann hast du mal dein eigenes Studio aufbauen können, oder? Und das ist ein riesen Unterschied, oder? Als ich anfangen rappen, hat man mir als wir so ein bisschen bei anderen Leuten aufgenommen und irgendwann haben wir gefunden, hey, wir können uns ja das mit einem Lehrlingslohn leisten, ein eigenes Studio zu machen, ein kleines gutes Mic, ein kleiner guter Kompi, mit ein paar Kollegen und Kolleginnen so einen aufbauen. Und dann hast du stundenlang können aufnehmen und dir selber hören. Das hast du früher nicht können. Und diese Möglichkeiten mit der modernen Welt sind natürlich extrem cool, wo ich das Gefühl habe, natürlich kommt auch viel Bullshit raus. Ja, klar. Aber gleich habe ich das Gefühl, Künstlerinnen und Künstler, die durch das gesehen und gehört werden, was in der früheren Welt wäre umgegangen. Das denke ich auch. Das denke ich auch, weil ich denke immer in der elektronischen Musik, wo man auch schon seit ein paar Jahrzehnten kann machen kann. Aber früher, um sie zu machen, hast du irgendwie 150 Geräte gebraucht und die alle müssen aneinander schliessen und Generatoren von ganzen Häusern hast du müssen irgendwie Strom abzapfen, damit du überhaupt irgendwie genug Power ankriegst, um irgendeinen Techno-Song oder was weiß ich zu kreieren. Und jetzt, mein Gott, weißt du nicht, keine Ahnung, wie sie alle heißen, aber zum Beispiel da, der Martin Garrix und alle die Leute sind... Keine Ahnung, wie alt der jetzt ist, vielleicht 20 oder so. Und der hat einfach schon, der hat einfach können aufwachsen mit dem. Ja. Der hat einfach mit irgendwelchen Modulen auf seinem Computer hat er können Songs komponieren und zusammensetzen. Und ist jetzt ein riesen DJ. Und so etwas war natürlich nie möglich gewesen, früher. Und gleich bin ich froh, weißt du, gleich merkst du so,
Es gibt immer Bullshit. Ich sage jetzt nicht, was ich Bullshit finde, aber gleich zählt es schlussendlich auf der Bühne. Jetzt eben, sei es Musik, sei es Comedy, sei es Kabarett, zählt echt Performance auf der Bühne. Mhm. Und darum, dort tut sich schon nochmal selektionieren, oder? Mhm. Und dort merkst du dann einfach auch, ob jemand etwas drauf hat oder ob er wirklich ein Tagesfliege ist. Mhm. Das finde ich cool, weil es gleich viele gute Musik gibt, viele gute, eben sonst Kleinkunst, Kunst gibt es sehr viel gutes Zeug. Absolut. Und was mir geholfen hat, wo ich angefangen habe, selber Comedy zu machen, ist dass ich gelernt habe, eigentlich jede Art von Performance in irgendeiner Art und Weise zu respektieren. Mhm. Nämlich, also es ist mir dann wie wurscht, ob ich es persönlich mag, ob es meinen persönlichen Geschmack trifft, ist dann wie nebensächlich. Mhm. Sondern ich respektiere, wenn ich sehe, wie viel Arbeit dahinter ist und was genau damit gemacht wird und wie gut das ist für das Feld. Mhm. Also, ja. Eben, das ist wie wenn ein Hip-Hopper fragt mich nicht, Schlager los und kann sagen, hey, aber es gefällt mir zwar nicht persönlich, aber es ist gut produziert. Mhm. Show dazu, wenn dort ein Videoclip gemacht wird und wenn fragt mich nicht früher und Helene Fischer, bei wetten, das auftreten ist. Also, das ist alles top gemacht. Respekt für das. Weißt du so? Ja, voll. Und da habe ich früher bin ich viel negativer gesehen und habe immer so gefunden, das ist Scheissdreck. Das ist, frag mich nicht, eben, das ist nicht lustig und das ist nicht gut und das ist doch Scheiß. Dabei hat es nicht nur eine Berechtigung, sondern es hat auch absoluten Respekt verdient, mhm. weil wahnsinnige Leistung dahinter ist. Ja, vor allem, wo kommen wir her, wenn wir nur im eigenen Gärtchen denken? Also, yeah, weißt du, das sieht man ja, das ist ja wirklich echt so, es ist ja für mich jetzt, vielleicht bin ich dort auch naiv, aber für mich offensichtlich, weißt du. Du musst ja nicht. Ich bin zum Beispiel jetzt nicht ein Fan von Musik von Francine Jordi. Mhm. Aber wie die in den Medien auftritt, ich kenne sie ja nicht, so, aber wie die auftritt im öffentlichen Leben, finde ich fantastisch. Mhm. Oder auch wie die, einmal ist die Turnhalle in Bern auftreten, so vor einem Publikum, wo null Bock hatte, sie zu hören, und sie hat sich durchgezogen. Weißt? Yeah. Und das ist für mich immer noch, aus dem kann ich mir viel mehr daraus ziehen, als aus jemandem, der Hure auf Arschis macht, wo es jetzt nur 20 Leute hat und er echt nicht durchzieht. Weißt, das finde ich, von diesem Gärtchen denken müssen wir eh wegkommen. Ich finde, du musst ja nicht alles Hure feiern. Ich finde, du kannst auch Zeug scheiße finden. Aber du kannst dir ja aus den meisten Sachen gleich noch etwas daraus ziehen. Du kannst vor allem irgendetwas für dich selber mitnehmen. Extrem. Also ich finde das auch super spannend, obwohl ich nicht Musiker bin, finde ich super spannend, Konzert, klar, von Bands, die ich toll finde und so, sowieso. Aber ich habe mal ein Konzert geschaut von etwas, wo ich jetzt sage, war jetzt nicht mein Geschmack, war jetzt nicht gerade meine erste Wahl heute oben. Mhm. Aber dann bist du ja nicht mehr Festival. Das heißt, komm, das geben wir uns mal. Mhm. Und eben, du kannst irgendetwas rausziehen. Auf einmal hast du irgendein Element, das dir noch nie bewusst worden ist, in einer Performance. Und das heißt, das ist noch spannend, dass die Person das so und so macht. Habe ich noch nie gesehen. Mhm. Oder was auch immer. Ja. Das stimmt schon. Und man sich dann auch nicht zu fest verschließt, sage ich jetzt mal. Voll, das ist wie, man verliert ja nichts. Ich habe das Gefühl, die Leute haben manchmal das Gefühl, sie verlieren etwas, weil sie sich wie etwas anderem hergeben. Aber dabei ist es ja eigentlich immer ein Gewinn. Also weißt du, es ist ja wirklich einfach ein Gewinn. Ja, so Zeug bringt mich dann manchmal so ein bisschen zum Nachdenken. Ich denke, eigentlich wäre es so einfach und gleich ist es so schwierig. Ich brauche jetzt nochmal das Beispiel. Oder? So, es ist auch viel Neid, glaube ich. So, bei Lohn und Ludwig hatte ich das Gefühl, die haben ihre Updates rausgegeben. So, sind dann verdammt durchgestartet und haben sich musikalisch weiterentwickelt. Yeah. Und dann plötzlich gibt es natürlich viel mehr Leute, die sie gut finden, aber es gibt dann so auch Szenen, so Leute, die sagen, Kommerz und die Kommerz schon nur mal als etwas Schlechtes geht ab. Yeah. Und das finde ich so unnötig. Weißt? Und irgendwie, dort habe ich das Gefühl, es ist auch viel Neid. Es hat irgendeinen Fall. Ja, und das hörst du ja oft, eben gerade so aus dem Hip-Hop-Bereich. Früher das Paradebeispiel war immer der Blick gesehen. Mhm. Weißt du, wo der irgendwie, frag mich nicht, irgendjemand erzählt hat, ja, weißt du, früher hast du noch richtig, richtig Strasser-Rapper gesehen, richtig Gangster und solche Sachen und so, und voll seine Seele verkauft und bla bla bla. Und was sagst, also in irgendeiner Art und Weise hat es komplett die Berechtigung, was er macht. Ja, das muss dir ja nicht gefallen. Das ist ja scheißegal. Es kann ja. Du kannst sie eher respektieren als das, was ist. Ja. Und vor allem, weißt du, 90% von denen, die das sagen, hat das genau gleich gemacht. Wenn die mit dem Ding das kann, ist ja immer machen, der Punkt. Ja. Und was ich festgestellt habe in meinem kleinen, bescheidenen Werdegang, ist, dass seit vielleicht ein, zwei Jahren
aus der Szene, wie will ich sagen, nicht Feedbacks nicht mehr so positiv sind, aber halt einfach so ein bisschen so, dass ich auf einmal mehr belächelt wird. Und ich behaupte, dass es in Korrelation ist mit dem Erfolg. Dass halt einfach eben, weil man nicht mehr so der Keimtyp ist, wo man sagt, ja, weißt du, der ist super. Weil der kennt ja noch niemand. Ja. Darum ist ja dann auch quasi die Leistung, wenn du mich super findest, weil man kennt mich ja noch nicht. Aber wenn ich dann bekannt werde, dann ist für dich gar keine Leistung mehr. Und dann ist es so ein bisschen, ja, was der macht, ist so ein bisschen... Es ist immer eine Schwelle zum kommerziellen Erfolg. Yeah. Bekommst du plötzlich Hater. Und ich verstehe wie nicht, wenn ich das Wort Kommerz sage, habe ich manchmal selber schon ein schlechtes Gefühl dabei. Es ist echt kommerzieller Erfolg, massentauglich. Ich find Urkultur und E-Kultur, habe ich mal gehört. Das ich nie gut. gehört. Noch nie. Was heisst das? Ah, shit. Urkultur ist Unterhaltungskultur und E-Kultur ist erweiterte Kultur. Ernste Kultur. Voilà. Und da wird eine klare Unterscheidung gemacht. Aber nur im deutschsprachigen Raum, das finde ich aber noch spannend. Im angelsächsischen Raum nicht wirklich. Ich verstehe das wirklich, dort bin ich manchmal vielleicht bin ich dort manchmal engstirnig, aber ich verstehe das wie nicht. Cool. Weißt du, Unterhaltung ist ja Unterhaltung. Das kann sein, dass du jemanden unterhaltest am Morgen um 2 in einem abgefuckten Konzert. Jetzt habe ich schon viel abgefuckt gesagt. Sorry. So, und die das Feiern, oder? Und es kann genauso gut sein, dass du vor einem mittlerweile sehr kommerziellen Gurten Hauptbühne stehst und dort der Headliner feierst. Oder? Und du bist ja in beiden Fällen unterhalten, auf eine völlig andere Art und Weise, aber das ist echt Unterhaltung. Was ich verstand, ist natürlich so, weißt du, so die ganz, ganz frühe, so wirklich early Adapters, oder wie du das immer nennst. Also so Menschen, die von der ersten Sekunde an dabei sind. Bei denen ist natürlich schon das Gefühl von einer leichten Enttäuschung da, wenn es dann kommerziell wird, weil es eben nicht mehr dieses persönliche kleine Ding ist. Aber da reden wir von vielleicht 30 Leuten. Weißt du? Ja. Wirklich oft so, frag mich nicht, wenn die angefangen haben, so die ersten Hip-Hop-Gigs, Und wenn dann mal nicht mehr Freunde und Familie kommen, sondern einfach die 12, 13, die es voll feiern, die drehen sich dann weg, wenn es auf einmal erfolgreicher wird, wie sie sagen, das ist jetzt nicht mein Ding, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Und das kann ich sogar ein Stück weit nachvollziehen. Aber da reden wir wirklich eben von so einem marginalen Teil, der nichts mit dem Rest zu tun hat. Ah, du meinst jetzt auf der Konsumentenseite, nicht auf der AOK? Ja, ja, genau. Zuerst meinst du auf der aktiven Seite? Nein, ich meine auf der Konsumentenseite. Mhm. Weil das habe ich zum Beispiel gehört von Kollegen aus dem Hip-Hop-Bereich, die so 30 eingefleischte Fans hatten, die immer erste Reihe voll dabei sind. Und dann kommt der große Hit und das sind die ersten, die sie dann angefickt ist übertrieben, aber die dann einfach gesagt haben, hey, das geht nicht mehr für uns und so, das ist nicht mehr unser Ding. Ein bisschen verstehe ich auch, aber es ist auch ein bisschen egoistisch. Also weißt du, wie... Ja. Das ist ja völlig okay, du kannst auch jederzeit eine Band nicht mehr cool finden, aber ich finde das völlig legitim. Es ist wie so, die Frage ist, findest du es echt noch cool und machst es so ein aus Prinzip und nimmst dir selber wie geile Erlebnisse weg oder machst du es echt wirklich, weil du nicht kannst dahinter stehen? Ja, darum, klar, egoistisch. Eben, aber ich finde auch, es ist ja immer das absolute Recht. Voll. Also und, es hat ja niemand... Ja. Hat ja niemand uns auf Lebenszeit gebucht oder so. Ja. Auch zum Glück nicht. Nein. Aber also weißt, ich denke zum Beispiel, in der Musik kommt natürlich darauf an, was genau die Entwicklung ist. Aber ich weiß natürlich, dass meine Comedy jetzt anders ist als die, wo ich angefangen habe. Und entweder sind es Leute, die mit dem mitgewachsen sind. Mhm. Also weißt, weil natürlich, ohne Scheiß, heute haben wir mehrere Podcasts aufgenommen und wir haben da, am Anfang haben wir Früchte gehabt. Jetzt sind so Fruchtfliegen rumgeflogen und eine ist jetzt immer noch da. Ja. Nur eine. Eine hat sich bei mir im Nasenloch gemütlich gemacht. Vor allem, weißt du, ich muss es nicht erwähnen, weil sonst denkt man so, was sind das für dreckige Siechen da? Wie lange hocken die schon dort? So 100 Fliegen rum. Ja, das ist geil. Ich lege Eier in meinen Bart. Das ist so gruselig. was habe ich gesagt? Jetzt sind wir gerade mit dem Flug abgeschweift. Die sind, entweder machen sie die gleiche Entwicklung. Hey, aber jetzt, wie kriege ich die?
Entweder machen sie die gleiche Entwicklung mit wie ich, mhm. weil natürlich finde ich mit jetzt 32 anderes Zeugs lustig und habe andere Ansprüche an Humor mhm. als Anfang 20. Ja. So, und darum habe ich natürlich Anfang 20 auch andere Comedy ja. gemacht. Und entweder machen sie jetzt die Entwicklung, weil auf einmal merkst du, dass zum Beispiel bei mir im Umfeld alle kriegen Kinder mhm. und heiraten und das tun sich ein Bedürfnis ändern. Und, ja, es ist doch so. Ja, voll, ja. Oder sie bleiben bei diesem Humor. Also, weißt du, hast schon jemanden gehabt, der gesagt hat, ja, das habe ich jetzt gar nicht gefunden, weil früher bist du viel derber gesehen und das habe ich geil gefunden. Ich sage, ja, tut mir mega leid, ich verstand es. Aber irgendwie, eben, mir macht es auch keinen mhm. Spass mehr. Ich habe das Gefühl, das habe ich schon gemacht. Ja. So. Und darum ist es auch wie nicht gesund, wenn du immer noch die gleichen Leute hättest durchs Band durch. Und eben, ich glaube, bei der Musik ist es ein bisschen das Gleiche, weil eine Musik entwickelt sich ja in irgendeine Richtung. Und entweder kannst du als Konsument die Entwicklung mitmachen mhm. oder halt nicht. Ja, und das ist eben völlig okay. Aber die Entwicklung, ich finde es wie. Ich finde es dann eher komisch, wenn man sich wie nicht entwickelt. Also es ist ja wie das Natürlichste der Welt, dass die Weiterentwicklung genau. Musik. Bei den bildenden Künsten redet man oft von der Phase, dass man mhm. sie so vorher hat. Das macht man jetzt Musik oder Comedy wie fast nicht eigentlich. Mhm. Und das ist das gute Recht vom Künstler oder von der Künstlerin, aber es ist selbstverständlich auch das gute Recht eben von den Konsumenten und Konsumentinnen einfach abzuspringen. Yeah. Und das ist völlig okay. Yeah. Man sollte dann nicht rumhaten und einfach verurteilen, finde ich. Das ist echt unnötig. Nein, logisch. Nein, aber umhaten ist auch nicht. Also. Das ist eh nicht zielführend. Das ist eh nicht zielführend. Das ist echt so, ja. Hass führt zu nichts. Nein, schön. Das hast du sehr schön gesagt, Reto. Ja, dort bin ich schon ein Hippie. Oder? Ich wäre manchmal gerne noch mehr Hippie. Aber ich glaube, so, das ist auch lustig, wenn ich betrunken bin. Ich muss jetzt vielleicht schnell einen kurzen Exkurs. Ich bin niemand, der aggressiv wird. Ich werde immer voll zutraulich. Du auch? Ja, ich bin so voller Liebe im Fall. Hey, aber ich bin auch so. Und ich bin eigentlich froh, ist das so. Weil ja. Ich finde nichts schlimmer, als wenn so Menschen betrunken werden und Dämonen rauskommen. Ja. Ja, das ist wirklich so. Ja! Das ist unnötig. Vor allem, weißt du, so Leute, wo du dann auch wirklich findest, oh shit, da merkst du jetzt auf einmal die richtigen Probleme. Hättest du wieder mal im Alltag etwas gesagt? Genau. Ja. Also, ich hab mal jemanden gesehen, der wirklich einfach so an einer Homeparty in der Küche steht. Und dann ist Bier, das war so ein Fläschchen gesehen, so ein Bierfläschchen, aus der Hand gefallen. Ja. So, am Boden, kaputt. Jetzt gibt es ein paar Reaktionen, die du drauf kannst haben. Also, ich sage, oh shit, sorry, nein, oder wie auch immer, oder nein, mein Bier, ja, ich hätte so gerne mit Bier. So, und die Reaktion von dieser Person ist gesehen, oh nein! Und dann ist ein kompletter Heulkrampf gekommen. Und ich so dachte, okay, selbst jemand, der noch nie mit Psychologie zu tun hat, wird jetzt merken, es geht nicht ums Bier. Ja. Und das finde ich aber sehr spannend. In letzter Zeit habe ich mir viel Gedanken über solche Sachen gemacht. Weil ich bin ein Mensch, ich merke bei mir selber ja oft Vorurteile. Yeah. Und ich glaube auch, das Vorurteil, alle Menschen haben Vorurteile. Mhm. Das ist auch wie instinktiv angeboren, dass du musst urteilen und die Situation einschätzen. Habe ich jetzt mal das Gefühl. Ich finde, es geht aber auch nicht um das. Ich finde, es geht immer darum, wie du damit umgehst, schlussendlich. Oder? Jetzt hat die Person gerannt, weil ein Bier am Boden gefallen ist. Und vielleicht im ersten Augenblick hat er halt gedacht, hey, mach nicht so ein Drama. Und dann musst du dir mal überlegen, was könnte alles passiert sein, weil die Person jetzt muss rennen. Es gibt ganz viele Szenarien, die extrem schlimm sind, wo man sich nie überlegt im ersten Fall. Genau. Ja, und finde ich das noch cool. Vielleicht mache ich mir noch ein bisschen zu viel Gedanken in letzter Zeit. Aber so der Umgang mit Vorurteilen finde ich sehr spannend. Und so genauso solche Dämonen, die plötzlich rauskommen, zu hinterfragen und zu wissen, warum ist das bei dieser Person so, finde ich sehr spannend. Ja, und auch bei sich selber. Mhm. Also eben, vor allem, weil man nicht gefeilt ist, oder gefeilt. Manchmal ist auch nicht so, keine Ahnung, was ich verzeihe. Ja, aber es ist dann sehr gut. Ich lasse dich auch Deutsch lernen nicht zu. Ja, aber ja, bin ich logischerweise auch mit Vorurteilen. In mir. Mhm. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das dann eben auch erkennt und probiert zu ändern. Mhm. So, mhm. Und es ist nicht immer einfach. Nein, voll nicht. Und das ist,
ist das, was ich mir zum Teil ein bisschen mehr von Menschen wünsche, dass dann eben auch in diesem Punkt zu wenig Verständnis rum ist. Mhm. Also so wie momentan die Welt in eine Richtung rast, mit irgendwie entweder toleriert man alles, und aber wenn man irgendwie, also eben in der Comedy zum Beispiel, wenn man vor 10 Jahren mal einen Witz gemacht hat, der irgendwie nicht so passend ist, dann wird man jetzt auf einmal noch für den gejagt, obwohl man sich selber ja könnte weiterentwickelt haben. Mhm. Und das ist ja dann wieder das Gegenteil vom Grundgedanken, weil es ist ja das Gegenteil von progressiv. Mhm. Weil eigentlich verurteile ich dich ja für etwas, was du früher gemacht hast, obwohl du dich vielleicht weiterentwickelt hast. Es ist sehr fundamentalistisch. Also es wird auch nicht mehr, ich habe das Gefühl, es wird anders diskutiert. Irgendwie das Gefühl, oder man diskutiert manchmal nicht mehr so richtig. Entweder ist man für etwas oder gegen etwas. Es ist Teams wählen. Ja, ja, also das finde ich manchmal auch ein bisschen schade. Weil ich finde, es geht ja immer anders. Das ist das, was wir am Anfang diskutiert. Du kannst ja immer, das ist wieder das Gärtli-Denken, oder? Wenn du dir mal heute ein bisschen über deinen Garten ausschaust, dann kannst du immer etwas lernen. Und zwar, also ja, jetzt nicht von Mördern und Vergewaltiger oder was, also, es ist immer schwierig zu sagen, aber wenn du mal über einen Gartenhag ausschaust, kannst du immer etwas lernen. Yeah. Also ich habe Bekannten, der ist strikt SVP-Wähler. Oder? Mhm. Und ich verstehe mich mit dem sehr gut, obwohl ich eher in die andere Richtung gehe. Ich würde jetzt schon eher sagen, ich bin eher linksorientiert. Yeah. Aber mit dem kann man diskutieren. Mhm. Mit dem kann man diskutieren. Ich bin übrigens mal als Nazi verunglimpft worden. Wirklich? Ja, weil ich hatte einen Standpunkt gehabt, dann bin ich betrunken gewesen, sage ich jetzt mal so. Und dann habe ich so voller Liebe gesehen. So voller Liebe. Und dann habe ich so eine Rasse. Nein. Ja, nein, nicht so. Ich habe so, das war vor einer Abstimmung gewesen. Und dann haben wir in Bern unterwegs gewesen, dann habe ich so mit zwei jungen Dudes anfangen zu reden. So, die sagten, ja, gehen morgen abstimmen. Und sie so, nein, wir dürfen nicht mehr, sie erst 17. Dann habe ich mit denen anfangen zu lernen, was für mich Sozialismus ist und so. Und dann habe ich einfach gesagt, wenn du ein Sozi bist, dann kannst du nicht sagen, jeder, der SVP wählt, ist per se ein Arschloch. Das war mein Standpunkt. Finde ich eigentlich noch gut. Weil du kannst ja nicht verlangen, dass die Leute nicht schubladisieren und er selber schubladisieren. Richtig. Ich will jetzt nicht die SVP-Schutz, nein, ich wähle nicht SVP eigentlich, aber spielt jetzt auch keine Rolle. Aber das war mein Standpunkt. Dann ist eine, die nicht an diesem Gespräch beteiligt war, vorbeigelaufen, hat mich angeschaut und gesagt, du bist ein verdammter Nazi. Und dann habe ich gefunden, eben nicht. Einfach das Gedankengut, das Fundamentalistische, das nicht mehr diskutieren, nicht mehr zulassen, finde ich extrem schwierig. Weil natürlich kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du jemandem nicht mehr zulassen oder vielleicht auch nicht mehr zulassen, weil es echt schlechte Argumente sind, keine guten Quellen, total fundamentalistische, unnötige Haltungen. Den musst du irgendwann nicht mehr zulassen. Aber irgendwie muss man echt den Diskurs führen, finde ich. Unbedingt. Absolut. Das ist auch das, was mich irgendwie so genervt hat, nachdem Trump gewählt worden ist. Weil eben genau das Teams wählen ist dann umso extremer geworden. Natürlich ist das, also ich finde das ein riesen Trottel. Und ich behaupte, das ist ja nicht die unpopulärste Meinung. Und trotzdem hat es so viele Menschen gegeben, die denen schon eben ins andere Extrem gegangen sind und gesagt haben, das ist not my president und auf keinen Fall und wir streben uns absolut dagegen. Und das Einzige, was das macht, ist, dass wenn du dann von deiner Seite wieder irgendwann einen Präsident hast, du natürlich wieder jegliche Brücken abbrennt hast für die andere Seite und so weiter und so fort. Also das gerade, logischerweise ist das ein absolut abgefucktes System, das die dort haben. Aber das einfach, es ist einfach 4 Jahre ist das Team und 4 Jahre ist das Team. Und es wird einfach immer hier und her zunichte gemacht. Und ja, also auch ich kenne Menschen von der SVP, die ganz okay sind. Ja, und das mit dem, also das mag ich mich wirklich erinnern, dann, wo der Trump ist gewählt wurde, bin ich bei einem Grosshändler an der Kasse gestanden. Und da hat irgendwie, ey, natürlich auch darüber reden, oh, Trump ist gewählt, nicht Clinton und so. Und dann hat jemand gesagt, hey, an dem Tag habe ich mehrfach den Satz gehört, auch dort bei dieser Kasse, hey, die Amerikaner sind so dumm. Und das ist völlig am Ziel vorbeigeschossen. Das ist echt gemein. Weil du erstens sagen, okay, sie sind alle genau gleich, weil sie haben den Präsidenten gewählt. Schon das stimmt gar nicht. Oder? Also, weil es hat ja verschiedene Sachen beim Wählen, die ich bis heute nicht verstehe, wie es funktioniert dort. Aber es hat ja, gibt verschiedene Parteien, oder? Ja. Plus ist es einfach, du weißt auch nicht, erstens weißt du auch nicht, wie es den Leuten geht und warum sie
jemanden wählen, der so extrem ist. Weil meistens, die Geschichte hat uns ja erklärt, dass immer, wenn jemand Extremes gemacht hat, ist vorher etwas gar nicht gut gewesen. Oder? Yeah. Schon mal das. Und man tut echt Urteile über etwas, was man nicht kennt. Die meisten wissen nicht, wie es ist, wenn man 2-3 Jobs hat und die Rechnungen nicht zahlen kann. Das kennen die meisten nicht. Natürlich gibt es das hier auch. Und das finde ich dann einfach so, das was ich vorher gesagt habe, du tust echt Urteile über irgendetwas ganz oberflächlich, ohne zu hinterfragen. Mhm. Das ist für mich das gleiche Thema mit den Vorurteilen. Das ist das mit der Diskussion. Ich habe das Gefühl, die Leute urteilen, weil die Infos so schnell kommen und so viel, muss man Urteile abhaken. Yeah. Und dann ist es schon wieder vorbei. Oder? Und yeah. das finde ich schwierig. Nicht hinterfragen. Warum haben die echt gewählt? Vor allem plus kommt noch die Arroganz, wenn der vor, wie lange ist es jetzt her? Rechtsrutsch in der Schweiz. Weißt, es ist natürlich nie so prekär, aber es hat auch einen Wahnsinns-Rechtsrutsch gegeben. Und die haben gemotzt, dass der Trump ist gewählt worden, kann ich mir vorstellen, dass ein grosser Teil von denen vielleicht auch nicht an die Urne ist, wo der Rechtsrutsch im Parlament ist passiert. Ja, ja, das ist, was sind es gesehen, die 50,3%, 49,7%. Mhm. Das weiß ich noch, das ist wirklich, ich habe so gedacht, ich behaupte jetzt mal, wenn alle die, wo auf Facebook irgendeine Solidaritätsbild postet haben, wenn alle die wirklich stimmen, weil Wahlbeteiligung unter 40 ist, also unter 30 ist mega mies gesehen. Ja. Ja, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so rausgekommen. Mhm. Und das ist leider auch dort nicht ich ausgenommen. Mhm. Ist oft, dass man dann eben im Nachhinein schlauer ist. Mein Brexit habe ich geliebt. Die Interviews nach Brexit, wo sie mit Menschen auf der Straße geschwätzt haben. Und die gesagt haben, John Oliver hat das gezeigt. Wo sie wirklich die einen gesagt haben, ich habe nicht gewusst, dass das dann wirklich passiert. Also darum, wenn wir nochmal abstimmen könnten, würde ich jetzt ein Nein stimmen. Und dann hat ja logischerweise seine Antwort ist dann gesehen, so, und per Zufall, was für ein großes Glück, in genau 2 Wochen wird nochmal zum gleichen Thema, natürlich nicht der Vollidiot, das ist gesehen. Ja, das finde ich extrem spannend. Es ist wirklich manchmal einfach bis kurz vor die Augen denken und nicht weiter. Ich glaube, dort müssten wir alle, da nehme ich mich selber auch nicht aus, ich glaube echt wie eben das einfach zu hinterfragen, das Differenzieren und zweimal überlegen, habe ich das Gefühl, ist etwas von, einer der wichtigsten Werte in der aktuellen Zeit, habe ich das Gefühl. Sind ja alle so, offen in Bern wie du? Also weißt du, ich will echt bei mir anfangen. Ich habe das Gefühl, ich bin auch nicht immer offen. Yeah. Das sagt mir ja auch gerne, ja, ich bin so offen. Und ich weiss, manchmal habe ich auch keinen Bock. Und so. Ich habe das Gefühl, wir sind schon eher so ein bisschen, das ist ja eher rot-grün, oder, und so, ist schon ein bisschen so zu wissen, auf dem Land ist es ja eher ein bisschen anders, in den Kantonen und so. Aber ich glaube, ein Deutscher hat mal gesagt, es sei auch schwierig, in der Schweiz Freunde und Freundinnen zu finden, so den Anschluss zu finden. Mhm. So. Habe ich auch schon gehört. Und ich glaube, da tun wir uns manchmal selber überschätzen. Ich habe wirklich extrem viele coole Freunde und Freundinnen, die ich sehr schätze. Und das ist so ein Clan, oder? Mhm. Und irgendwann habe ich mal gemerkt, wenn jemand von uns reinkommt, ein Partner, eine Partnerin von jemandem, wir sind sehr, sehr offen, das Gefühl, wir sind offen. Und manchmal merkt man gleich, ist es auch schwierig für eine externe Person da reinzukommen. Ich behaupte jetzt mal, es gibt auch viele andere Freundeskreise in Bern oder schweizweit, wo das Gefühl haben, sie sind die offensten, aber wenn es dann um die Wurst geht, sie sind gleich, haben sie so ein kleines Bünzli-Herz, wo zuerst mal wie sagt, nein, vielleicht nicht oder lieber nicht. So. Ja, also ich habe natürlich jetzt auch nicht pauschalisieren, indem ich gesagt habe, dir zu Bern. Ja. Sondern ich habe jetzt eben mehr die Umfeld gemeint. Aber grundsätzlich sind wir schon extrem fresh. Es hat mich noch spannend gedacht, weil man hat jetzt das Gefühl, man macht etwas gut. Und auch dort eben gilt es die selber zu hinterfragen. So das Gefühl, kommt man eigentlich weiter. Ja, das stimmt. Aber schon, es ist schon gemütlich bei uns. Ich habe das Gefühl, es ist schon, also sagen ja auch viel. So, es hat doch da in der NZZ mal einen Artikel gegeben, so, jeder Zürcher soll mal auf Bern Ferien machen. Es ist schon ein anderer Groove, das merkst du. Ja, jo, also ich merke es, wenn ich einen guten Freund von mir, der Dominik Giesin, wenn ich den besuche, das ist natürlich, eben das ist wie Ferien. Mhm. Weil es ist wirklich einfach, vor allem unter Künstler, irgendwie hast du den Tag durch, irgendwie, oder es ist Wochenende, hast eh nicht so viel zu tun. Dann gehst du wirklich einfach mal, läufst mal los. Ja,
Sandwich essen. Und dann habe ich jetzt mal ein Aperöli. Und dann stößt irgendjemand mal den Kinderwagen vorbei und sagt, ah, ja, Aperöli, ja, ja. Und dann, dann bleibst du mal hocken. Und dann, also das ist schon, es hat schon sehr, eben nicht nur wegen der Sprache, sondern es hat schon sehr entspannte Groove. So. Ich glaube es schon. Ich glaube es wirklich. Was ja auch nicht das Eis und alles ist. Aber ich meine, Zürich, Basel, es hat auch ihre Qualität. Oder? Ich meine, in Zürich geht sich viel mehr ab. Ich habe jetzt einmal gedacht, als ich jetzt in Zürich bin, ich war lange wieder mal in Zürich gewesen, und dann bin ich so rausgekommen, da am Helvetiaplatz, bei diesem Parkhaus. Und dann so, man hat so viele Leute, ziehst du am Morgen, die Leute im Kaffee. Und ich dachte, hey, super geil, das ist wie eine Grossstadt. Mhm. So. Finde ich auch super, oder? Und dort ist ja der kantonale Rassismus manchmal schon ein bisschen unnötig und auch noch so krass. Ja. Aber ja, ich habe Bern sehr gerne. Ja, es ist schön, darum wohne ich auch dort. Ja. Und jetzt hast du im Oktober? November? Oktober. Kommt auf an, von was du redest. hast du Premiere vom ersten Solo? Yes, ich freue mich. Mein erstes Solo. Ich habe lustigerweise nicht so viele Tryouts per se. Oder eigentlich bis jetzt noch gar kein fixes. Vielleicht mache ich dann. Es gibt so einen Kollegen von einem Kollegen, der so in seinem Wohnzimmer kannst du sogar auftreten. Wirklich? Dann frage ich dann dort mal. Ich bin echt auch gespannt. Ich bin wirklich. Weil es ist lustig, das allererste Mal, als ich etwas geschrieben habe, als ich Comedy geschrieben habe, habe ich wie 60 Minuten geschrieben. So das aller, wo ich, bin ich aber für mich, wenn ich im Freitag frei hatte, Münster geblieben und habe dort ein Sächel geschrieben, also wie als Programm ausgelegt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass die Szene funktioniert jetzt mehr so, dass es eben Mixed Shows, 10 Minuten Open Mics. Und dann habe ich mal das gemacht, aber ich habe eigentlich immer schon wollen, ein Solo spielen. Mhm. Ich habe ja schon mal, du bist ja netterweise denken schauen, hat mich sehr gefreut. Und mir hat das, natürlich mache ich noch viel Timing falsch, wenn du so lange spielst, ist es etwas anderes. Aber mir hat das wie geflasht, so lange zu spielen, weil du viel mehr kannst, es ist viel mehr Aufbau. So. Mhm. Und 10 Minuten ist auch geil, und man fängt auch verdammt, lernst auch viele coole Leute kennen. Aber da musst du echt rausholen. Und das merke ich, manchmal nicht verdammt, mein Stil nur rausholen, weil du gerne so ein bisschen probieren, Bilder zu schaffen und auch manchmal so ein bisschen Geschichten erzählen. Und ja, darum freue ich mich jetzt außerordentlich fest. Das merke ich, dass ich zum Teil, das muss den Leuten fast erklären, dass ein Solo-Programm eben nicht auf den Aneinanderreihung ist von so Kurzauftritt. Mhm. Weil oft das irgendwie so die Meinung ist. Mhm. So, ja, ich muss ja jetzt nicht, das, was ich jetzt 10, 20 Minuten gesehen habe, muss ich jetzt nicht nochmal eineinhalb Stunden lang sehen. Mhm. Aber es ist nicht das, was du 10, 20 Minuten siehst, sondern es ist eine Reise eigentlich, wo die noch einmal annimmt, wo eben auch bewusst eine Dramaturgie eingebaut wird. Und im Stand-up heisst Dramaturgie nicht, ich erzähle zuerst das und das, dann gibt es den Twist, dann das und dann gibt es wieder einen Twist, sondern Dramaturgie ist viel mehr eine 10-Minuten-Geschichte, die nicht so viel Lachen hat, weil sie nicht so viel Lachen soll haben, sondern weil sie etwas wirklich soll erzählen soll, die kommt dann halt nicht am Anfang. Mhm. Und die bringst du eben auch nicht in einer Mixed-Show. Mhm. Vor allem, wenn da Baller, Baller und dann kommt einer und Vollgas und dann sagst du, ja, heute mache ich mal die 10-Minuten-Geschichte. Ohne Einleitung, ohne nichts. Und es kommt auch viel mehr zusammen und es sind auch viel mehr Werkzeuge, wo man dann braucht für ein Solo-Programm. Mhm. Und darum kann ich völlig nachvollziehen, wie einem das flasht. Mhm. Ich glaube, ich werde auch Fehler machen. Weißt, das, was du jetzt gerade gesagt hast, habe ich auch schon gemacht. Oder ein Open Mic, der echt so eine von meinen Geschichten erzählt und echt vorher Witz, Pointe, gute Pointe, dann nachher Witz, dann bin ich gekommen, kurze Einleitung, Geschichte, Bilder geschafft, echt kein Lacher, oder? Und so die sind all die Fehler, die ich auch schon gemacht habe und sicher auch noch wieder machen und eigentlich auch froh bin, dass ich sie mache, oder? Wo ich jetzt oft auch gehört habe von diesen Tryouts, das habe ich eine Zeit lang, ich bin erst seit 3 Jahren jetzt dabei und noch nie ein komplettes Solo wie als Solo geschrieben, eben Zusammenfassung gespielt mal, aber und darum bin ich jetzt gespannt, wie das so wird und ich verstehe, wenn die Leute, ich finde es auch sehr nett, wenn Leute einem Tipps geben und sagen, vielleicht musst du das so machen, vielleicht solltest du ein Tryout machen. Und ich bin echt manchmal schon froh, wenn ich noch ein bisschen auf die Fresse gehe, weil ich echt das Gefühl bekomme, es gibt mir wie,
ich habe das Gefühl, ich komme wie weiter, als wenn ich jetzt auf alles höre, es genau so mache und ein bisschen verschont bleibe. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich muss dann mal ein bisschen auf die Fresse gehen, damit ich noch weiterkomme. Vor allem, hört es nicht auf. Ja, aber das finde ich so wichtig, das finde ich so einen wichtigen Punkt. Ja. Und das, ja, freue ich mich jetzt eigentlich, natürlich nicht auf den, wenn ich auf die Fresse gehe, ja. Aber es tut ja im Augenblick immer huere weh. So. Es war gut, als ich so das erste Mal die Zusammenfassung gespielt habe, also das erste Mal 90 Minuten, hatte ich vorher so einen Moderationsjob gehabt. Mhm. Und bin sehr nervös gewesen. Und ich habe in Bern auch schon mal moderiert, da ist es wirklich fantastisch gelaufen, weil ich mich auch wohl gefühlt, auch die Leute yeah. kennt habe, oder einen Moderationsjob in einer anderen Stadt. Wäre ich für zwei Shows gewesen und dann habe ich wirklich verkackt. Ich habe verkackt, also ich wäre nicht witzig gewesen und moderiert habe ich auch unsicher, das war wirklich schlecht. Und dann haben wir am Abend vor dem 90-Minuten-Programm dann in Huttwil gesagt, ja, los, wir haben zwar für zwei gebucht, aber es kommt jetzt jemand anders. Am Abend vorher, huere der Frust, oder? Ich dachte, nein, was mache ich jetzt morgen? Die Leute finden mich eh nicht lustig. Und so, und ich glaube, und meine Freundin hat dann noch gesagt, ja, weißt du, morgen genau das brauchst du. Und ich sagte, nein, im Fall nicht, täupelt, wie ich auch betäupel, oder? Und er am nächsten Tag jetzt genau das braucht. So gemerkt, wie. Man muss jetzt echt drüber stehen und akzeptieren. Mhm. Also völlig auch akzeptiert, weil ich ja selber nach der Show gespürt, dass ich verkackt habe. Für mich war am nächsten Tag umso besser. Mhm. Ja, finde ich sehr gut. Und Musik machst du auch wieder? Ja, ja, lustigerweise. Aus rein intrinsischer Motivation. Weil wir haben 2013 das letzte Album rausgegeben. Und dann eben hat der eine nicht mehr so mögen, der andere hat eine Ausbildung gemacht. Ich habe so dann noch nicht angefangen, Comedy machen, aber ich habe auch so kleine Sachen gemacht. Und dann irgendwann ist im 16., glaube ich, 16., haben wir uns mal wieder so getroffen und haben gefunden, ja, wir können doch mal mehr so das Ding, ja, wir können es jetzt nicht so versanden, Zeug und Geschichten. Komm, wir schreiben mal wieder ein bisschen etwas. Und dann haben wir der eine Kollege und ich eine Woche Ferien genommen. Der Produzent ist dann leider, also wir waren am Anfang zu dritt und einer ist abgesprungen. Dann waren wir noch zwei, ich war sonst ein sehr guter Freund von mir. Und dann haben wir so eine Woche Ferien genommen, am Morgen Kaffee getrunken, dann so in seiner Wohnung so ganz billig so ein Tuch aufgehängt. Und so. Bis die Nachbarn sind gekommen, so ein bisschen aufgenommen, so ein bisschen geschrieben, ganz ungezwungen. Und das haben wir dann 2016, 2017 wie gemacht. Und dann sind wir so wieder ein bisschen ins Studio, ich hatte nur noch so ein halbpatziges Studio. Und dann im... Was war es? Ja, im 18. bin ich ja gereist, dann habe ich so ein bisschen mehr Comedy gemacht und im 19. haben wir so eine Anfrage bekommen für ein Benefiz-Konzert. Ich habe gefunden, hey, ja, eigentlich wäre es doch cool, mal wieder so zu spielen. Und wir hatten dann so Demos gehabt, wirklich ganz billige Aufnahmen, 10, 15 Songs gleich, wo ich so ein bisschen entstanden. Und dann haben wir zugesagt an Benefiz-Konzert, weil es so mit der Kleinklasse zusammen war, also Kleinklasse auf Igalodi, sind wir in der Turnhalle in Bern. Und dann war das so, es ist lustig, die Leute, die du vorhin erwähnt hast, die am ersten Konzert waren dabei gewesen, weißt, yeah. wo auch noch Baggy Pants und echt so jung. Und so viel von diesen Leuten war ausverkauft, so viel von diesen Leuten dort in dieser Turnhalle. Yeah. Und ich bekomme jetzt Hühnerhaut, wenn ich es erzähle. Wir sind auf die Bühne, es hat so geklappt einfach. Und dann sind wir vor der Bühne und gesagt, jetzt machen wir echt ein Album. Und wir waren so geflasht von diesem Augenblick. Und dann haben wir einen neuen Produzent gesucht, haben einen sehr guten gewinnen können. Das Studio hat innerhalb von 4 Monaten das Album fertig gemacht. Sehr geil. Das ist so geil. Es ist so echt zuerst so ein bisschen gelaufen und dann haben wir es einfach rausgeholt. Das ist super geil. So finde ich es wirklich irgendwie, ist geil, so etwas zu machen. Und das kommt jetzt, oder? Im September, ja. Yeah. Oh fuck yeah, heisst es. Das ist schon mal... Ja, das ist eine Ansage. Ja, also es ist wie so, oh fuck yeah. Wir haben, der Titelsong heisst das so, selbstverständlich. Und es ist echt so, wenn du echt denkst, wenn du das Gefühl hast, wo du echt denkst, so, ja, oh fuck yeah. Yeah. Im Sinne von, wenn du als Kind auf der Straße bist gelegen und dann hat es dich zugeschifft, dann hast du vielleicht noch nicht oh fuck yeah gesehen, dann hast du so den Duft in der Nase vom nassen Teer und es gibt eine Silhouette von deinem Ding auf deinem Körper auf dem Asphalt. Ich so, ja, oder echt so geile Momente im Leben. Yeah. Und das feiern wir jetzt, glaube ich, huere fest. Das ist ja gut, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Zum Schluss, du hast gerade gesagt, du bist gereist im 18. Mhm. Wie lange, wo? 6 Monate, so nichts Klischee. Jetzt hast du nicht sogar Schneeschuhe wandern, wirklich so mit dem VW-Bus surfen. Nein, wir haben, meine Freundin und ich haben tatsächlich einen VW-Bus gekauft und sind dann ein halbes Jahr durch Europa durchgefräst mit dem. Wirklich? Ja, und das ist fantastisch. Fantastisch. Ja. Hast du viel von Europa kennt vorher?
Oder hast du eigentlich das meiste dann entdeckt? Das meiste eigentlich dann entdeckt. Yeah. Und das Lustige, also Skandinavien, so habe ich vorher gar nie gesehen. Yeah. Und das haben wir gemacht, fantastisch, oder wunderschön und gleich nicht so weit. Yeah, yeah. Und so eine andere Kultur, irgendwie schon dort, aber extrem cool. Und dann haben wir eigentlich mehr so den Osten wollen. Uh-huh. Und weil wir in Dänemark aber haben so mal gesurft, haben wir gefunden, haben wir noch ein bisschen surfen und dann sind wir auf Frankreich. Uh-huh. Und wir waren auf dieser Reise so dermaßen lang zu Frankreich und zu Korsika, yeah, dass du plötzlich etwas entdeckst, was komplett vor der Haustür ist. Und das, yeah, hat mich so, yeah, geflasht. Früher habe ich immer, ja, so bisschen, eben, das ist wieder die Vorurteile, so wie du Paris kennt und nicht, yeah, so die coolen Viertelauen. Und du meinst, ja, die Franzosen sind ein bisschen arrogant und so. Und dann gehst du echt so ins Ländliche, gehst du so dort her und mitten... Hure Froschfresser. Froschfresser, da. Und, aber dann plötzlich merkst du, die sind hure easy drauf, weißt, die sind wirklich... Sauer Vive, die wissen echt genau so, wie man abberölt und, yeah, umhängt. Und das hat mich fasziniert, so das, was vor der Haustür ist, so schön war. Aber Skandinavien auch. Ja, ja, das habe ich noch vor mir, irgendwann. Mitternachtssonne. Mitternachtssonne ist der Shit. Jo. Das ist fantastisch. So Bock, das irgendwann zu machen. Wenn man dann wieder darf, mit gutem Gewissen. Ja, und nicht ein Wochenende auf Norwegen, wo schon 2 Wochen musst du in Quarantäne. Ja. Genau. Wenn man dann wieder darf, irgendein ist, ja, empfehle ich es. Hey, vielen Dank. Bist du da gewesen? Ja, merci, dass ich kommen durfte. Ja, wir sehen uns eh gerade noch. Ja, gut. Wir können jetzt noch auftreten. Yay! Ja. Aber trotzdem, auf deinem Weg alles Gute. Gute Release. Wird wahrscheinlich keine grosse Plattentaufe geben. Bis jetzt mal haben sie ein Schutzkonzept. Ah, ja, im November. Ja, okay. Klingt mal, ja, auf unserer Webseite. Also, weißt du, bis der Podcast rauskommt, keine Ahnung, was bis dann alles passiert ist. Ah, ja, stimmt, genau. Also, ja. Und, das ist nicht live. Und was wollte ich noch sagen? Eine gute Premiere. Merci vielmals. All the best. Peace and love. Bis bald. Ja. Tschüss. We'll be right back.